Ich bin die Rose von Gönnerhof in Wildenberg. Wildenberg ist eine kleine Fraktion von Bercha im Pustertal. Mein Mann und ich, wir bewirtschaften einen Biobauernhof mit Milchkühe. Außerdem betreiben wir einen Urlaub auf dem Bauernhof. Wir haben 3 Ferienwohnungen. Das Besondere an unserem Hof ist, dass sie unsere biologische Heimmilch Zibutter, Käse, verschiedene Käsesorten, Mozzarella und Joghurt weiterverarbeiten tue. Die Produkte kriegen unsere Gäste zum Frühstück. Und ein Teil der Produkte kommt auf unsere hofeigene Alm, da wo ich so älteste Sohn einen Almaufschank betreibe. Ganz besonders freut mich, dass ich seit ein paar Jahren Schule am Bauernhof anbieten tue. Es liegt mir nämlich sehr am Herzen, dass die Kinder heutzutage noch sehen, von wo die Produkte herkommen und wie sie verarbeitet werden. Aber auch unsere Gäste haben eine Freude, wenn sie die Mozzarella-Kugeln, die was sie essen, erst selber formen mögen. Und die Mozzarella ist eben genau das Produkt, was ich halt auch ganz gern mit den Kindern mache. Dass die Kinder sehen, erst einmal, dass die Milch einfach auf ein Kier kommt heutzutage, weil viele wissen es schon nicht mehr. Und wie die Milch nachher eben weiterverarbeiten wirst. Und das ist eigentlich allem ganz nett. Jedes Kind darf nachher eine Mozzarella-Kugel natürlich auch machen. Und die Kinder mal müssen es gauden, wenn sie nachher sehen, dass zum guten Schluss wirklich eine Mozzarella-Kugel von der Milch entsteht. Jetzt kommt die Masse da rein. So. Nachdem wir mit dem heißen Wasser überbrühen. So, und schau, du kannst jetzt hier ein bisschen heben, bitte. Dann wird das kariert. Ich bin jetzt seit 30 Jahren hier auf dem Hof. Ich habe meinen Mann vor 30 Jahren geheiratet und vor 25 Jahren haben wir den Hof übernommen für die Schwiegereltern. Und ich muss sagen, obwohl ich schon sehr tierlieb, allem schon als Kind sehr tierlieb geworden bin, aber ich hätte mir nie gedacht, dass ich einmal eine Bäuerin wäre und dass mir die Arbeit so viel Spaß und Freude macht. Für die Zukunft haben wir jetzt keine größeren Pläne einmal im Moment. Ich bin eigentlich ganz froh, wenn ich das, was ich zu bewältigen habe, wenn es sehr, sehr gut weiterläuft. Dann bin ich schon ganz zufrieden. Aber was ich allem so sehe, ist, wenn der Bauch passt, dann geht der Rest da. Weil, wenn man sich gut versteht auf dem Hof und auch wenn zusammenhaltet, dann ist es einfach schön für jeden.